Von den 7 Milliarden Menschen auf der Erde sind etwa 2,2 Milliarden Christen und 1,6 Milliarden Muslime. Zwei unterschiedliche Religionen mit zwei sehr unterschiedlichen Standpunkten. Fatima Diwan Beghi lernte beide Religionen genauer kennen, als sie auf der Suche war nach einer echten Beziehung zu Gott. Fatima wuchs im Iran auf als Muslima. Being a Muslim is not by choice. Muslim zu sein sucht man sich nicht aus. Wenn deine Eltern Muslims sind und du in diese Familie hineingeboren wurdest, bist du ebenfalls Muslim. Doch Fatima wehrte sich gegen den muslimischen Glauben der Eltern. At a very young age, sehr jung schon fragte ich nach dem Sinn des Lebens und danach, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ich konnte Stunden damit verbringen, darüber nachzudenken, wie Gott wohl aussehen würde oder wie und wo er sein könnte. Traditionsgemäß darf man in der islamischen Kultur solche Fragen nicht stellen. Sie sind tabu. Wenn man solche Fragen stellt, gilt man als ungläubig. Als sie aufwuchs, war der Gott des Korans der einzige Gott, den Fatima jemals kannte. Er ist kein persönlicher Gott. Er ist weit weg. Niemand kennt sein Wesen oder seine Pläne. Ich sagte, Gott, entweder du bist so kompliziert, dass ich dich niemals erkennen kann, oder du bist direkt vor meiner Nase und ich sehe dich nicht. Ich weiß noch, wie ich jeden Tag weinte und Gott bat, sich zu zeigen. Wo soll ich denn nur nach dir Ausschau halten? Ihr Schreien wurde beantwortet, als Jesus Fatima in einem Traum erschien. Ich träumte, wie Jesus und ich durch einen Garten mit Rosen gingen. Ich könnte weinen. Wir spazierten in dem Traum. Und ich denke bei mir, er ist ein Prophet. Er lief vor und ich folgte ihm. Er fragte, willst du mit mir kommen? Ich sagte, ja. Und er? Dann folge mir. Ich sagte, und dachte, wie kann ich einer Person folgen, die vor langer Zeit ein Prophet war? Das war alles etwas verwirrend für mich. Und warum fragte er mich das? Nacht für Nacht hatte Fatima Träume von Jesus, Gott und Kirchen. Alte Kirchen, neue Kirchen, moderne Kirchen. Und ich träumte, dass meine Mutter und die ganze Familie mit in die Kirche ging. Fatima zog mit 20 in die USA. Sie traf sich mit einem Arbeitskollegen, der ihr von Jesus erzählte. Nachdem er Jesus als Herrn annahm, fand er Freude und Frieden. Diese Worte berührten mich. Wow, das ist gut. Ich sagte nur, oh, das will ich auch. Ich will Freude und Frieden. Also ging Fatima in eine christliche Kirche. Dort fragte eine Frau sie, glaubst du, dass Jesus Christus Gott ist? Ich fragte, hat er das denn gesagt, dass er Gott ist? Sie sagte, ja, er sagt das. Ich sagte, klar glaube ich, dass er Gott ist. Und sollte es nicht so sein, dann finde ich es heraus. An jenem Abend, nach jahrelanger Suche, betete Fatima und wurde Christin. Die Dinge fingen an, sich zu verändern. Dieses schwere Herz, der schwere Stein, der sogar scharf war. Man konnte fühlen, wie scharf und schmerzend er war. Auf einmal war er weg. Der Herr legte seine Hand auf mein Herz und entfernte den Stein endgültig. Das Wichtigste war, dass Gott, dass Jesus Hoffnung in mein Herz gelegt hatte. Eine anhaltende Hoffnung. Als ich Gott besser kennenlernte, schenkte er mir weitere Träume. Einfach, um mir zu zeigen, dass ich der Heiligen Schrift vertrauen durfte. Dass alles, was ich las, glaubhaft war. Gott hat mir das auf diese Weise bestätigt. Heute sind auch Fatimas Mutter, ihr Bruder und zwei Schwestern Christen. Ich sage immer, sag nicht nein, nur weil deine Eltern und Großeltern Muslime sind. Und weil dies das Einzige ist, was dir immer beigebracht wurde. Jeder muss Gott für sich selbst finden. Er ist da. Wenn Jesus sagt, er ist Gott, dann wird er es auch beweisen. Man braucht nur ein offenes Herz für Jesus. Dann wirst du herausfinden, ob er Gott ist oder nicht. Ich heiße Dr. Salim Zaid. Ich bin Palästinenser, komme aus Jordanien. Ich lebe in Deutschland. Und ich bin ein ehemaliger Muslim. Ich stamme aus einer islamisch-fundamentalistischen Familie. Ich habe immer Fragen gestellt über die Gleichberechtigung in dem Islam zwischen den Geschlechts, zwischen Frau und Mann. Die Frau war unterdrückt in dem Islam. Nach dem Koran
ist sie weniger als ein Mann betrachtet, habe studiert, angefangen zu studieren, Medizin. Und da habe ich erstmal meine Entscheidung für mich alleine getroffen. Und da habe ich erstmal mich von Gott schon gelöst und ich bin dann gottlos geworden. Da kam eine Frau, die hochschwanger war. Das Baby war für mich fast tot, als ich das untersucht habe im Mutterleib. Aber ein Teil von dem Baby war schon raus. In dem Moment habe ich versucht zu helfen. Ich hatte keine Möglichkeiten. Wenn ich die Frau zum Krankenhaus schicken würde, wäre sie unterwegs gestorben. In diesem Fall war ich dann praktisch als Arzt machtlos gewesen. Und ich war auch sprachlos und hatte große Angst, irgendwas zu tun, denn ihre Familie waren bewaffnet und standen draußen. Wenn die Frau auch stirbt, dann werde ich mich auch genauso töten. Und da hatte ich so eine große Angst gehabt. Und im Moment habe ich dann nach oben geguckt, dann habe ich dann zu Gott geschrien, Gott, wenn es dich gibt, zeige deine Kraft in dieser Situation. Und nach ein paar Minuten, ich hörte eine Stimme, so sanfte Stimme, sagte mir, ich bin ja bei dir, ich helfe dir. Und ich dachte, ich halluziniere dabei. Und nach ein paar Sekunden kam nochmal die sanfte Stimme. Und zum dritten Mal kam nochmal die sanfte Stimme, aber diesmal mit einer Windkraft von hinten, die mich an die Frau gedrückt hat. Und in dem Moment habe ich dann meine Hände auf den Kopf des Babys gehabt. Die waren so viel verklebt gewesen und dieselbe Kraft, dieselbe Windkraft zog mich zurück und im Moment war das Baby in meinen Händen. In dem Moment war für mich ein Punkt, was ich dann überlegen sollte, es gibt doch Gott, existiert Gott. Bis ich dann durch den Koran zu Jesus kam und fand, dass Jesus als Schöpfer ist in dem Koran und da habe ich gesagt, das ist der richtige Gott für mich. Und habe ich mal dann in dem Moment mich entschieden, dass Jesus der wahre Gott ist. Und da habe ich gesagt, wenn es so ist, wenn der Koran mir das beweist, muss ich auch in die Bibel das noch weiter beweisen. Habe ich eine Bibel in die Hand genommen, habe ich nochmal gelesen in der Bibel, verglichen zwischen Koran und Bibel und ich kam dazu zum Schluss, dass die Bibel wahr ist, dass Jesus wahr ist, dass er Gottes Sohn ist. Und da habe ich mich dann, habe ich mein Leben Jesus auf der Stelle übergeben. Liebe Freunde, ich empfehle es Ihnen allen, die diesen Film sehen, ob wenn Sie Muslimen sind, suchen Sie wahrhaftig, wissenschaftlich in dem Koran. Oder Sie dann diesen Jesus, der in dem Koran steht, genau betrachtet. Und genau überlegt, wer das ist. Ich glaube, sie finden die Wahrheit. Und sie können dann vergleichen mit der Bibel. Und ich glaube daran, wie das ich vorher gemacht habe. Ich glaube, sie werden die richtige Wahrheit finden. Bis mein 13. 14. Lebensjahr war ich ein überzeugter Muslim. Und danach nicht mehr. Bis meine Frau zum Glauben kam, war ich wieder überzeugter Muslim. Man muss mal so vorstellen, in unserer Religion, in islamischer Religion war das so, dass wenn du mit jemandem heiratest, muss die Frau die Glaube von dem Mann nehmen. Mhm. Ich habe immer toleriert, dass sie Bibel liest, alles drum, das war für mich überhaupt kein Problem. Aber die Grenze hat sie überschritten, wo sie angefangen hat, zur Gemeinde zu gehen. Da habe ich gesagt, das kannst du mir nicht antun. Du weißt, dass ich Türke bin, dass meine Eltern Muslime sind. Du kannst nicht einfach so eine Kirche gehen. Was würde meine Eltern dazu sagen? Normalerweise musst du meine Glaube annehmen. Das habe ich dir auch sogar toleriert. Du kannst deinen Glaube lieben, wie du willst. Aber dass du das auch öffentlich machst, das geht überhaupt nicht. Von Diskussionen ist ein Streit entstanden. Und das Wort, was sie dann zum Schluss zu mir gesagt hat, du kannst nicht zwischen mir und Gott stellen. Das darfst du nicht, das Recht hast du nicht. Obwohl ich sie da so bedroht habe, dass ich sie verlassen würde, ist sie eine Woche später Sonntag zur Gemeinde gegangen. Wir haben keine Ehe mehr geführt. Wir haben uns jeden Tag gestritten. Jedes Mal, wenn sie von Gemeinde kam, kam sie mit so einem Feuer her. Jesus liebt dich, Jesus ist für dich gestorben. Mit solchen Sachen ist sie immer rübergekommen und sie hat mich zum Wahnsinn getrieben. Je mehr sie so zu mir gekommen ist, habe ich wieder mich zurück zum Islam gewendet. Meine Frau wollte sich taufen lassen,
hat gefragt, ob sie das Auto bekommen kann. Und ich habe gefragt, wieso, weshalb? Und sie hat gesagt, ich will mich taufen. Und dass die Taufe, habe ich so ein Gefühl gehabt, das wäre Ultimatum für sie. Dann hat sie das geschafft. Und ich hatte keine Chance mehr, sie irgendwie zurückzugewinnen. Mhm. Gut, Ihre Frau hat sich dann taufen lassen? Ja, ich bin ausgeflippt. Zu Hause bin ich ausgeflippt. Ich habe die ganzen Spiegel kaputt gemacht. Ich habe alles, alles klein geschlagen, die ganze Möbel. Ja, meine Hände Blut geschlagen. Und dann kam Ihnen der Gedanke, so, jetzt werde ich das diesem Täufer heimzahlen. Nach 1,5 Jahren habe ich schon beschlossen, dass ich jetzt mit meiner Frau trenne. Das war wirklich die letzte Woche vielleicht. Wir haben auch miteinander überhaupt nicht mehr geredet, gar nichts mehr. Wir haben keine Beziehung mehr geführt. Ich wollte nicht nach Hause kommen, sie wollte nicht nach Hause kommen. Und dann aus Neugier habe ich gefragt, ja, was hast du vor? Ja, wir wollen Büchertisch machen. Und damals wusste ich mal, was Büchertisch ist. Mhm. Sag ich, was macht ihr bei Büchertisch? Ja, wir wollen Bibel verteilen, wir wollen das machen und das machen. Und sage ich, wo findet das statt? In Odeonsplatz, um diese Uhrzeit. Sie war so naiv, sie hat alles wirklich gesagt. Und da wusste ich, das ist meine Zeit, dass ich meine Versprechen zu diesem Täufer halte. Also Sie wussten, dass er dabei war? Ja, natürlich, die ganze Gemeinde war dabei. Und was ich da gemacht habe, war so, dass ich Freitag sogar bei meinem Chef drinnen, also Chef, wenn ich Montag nicht kommen sollte, bitte nicht anrufen, such dir jemand andere. Und dann kam der Samstag? Da kam der berüchtigte Samstag. Wir haben damals in Mark Schwaben gewohnt. Meine Frau musste das Auto nehmen, hatte das Auto genommen, ist weggefahren. Und ich 10 Minuten später musste ich mit S-Bahn fahren, bin ich auch rausgegangen. Bei mir hätte es so 1,5 Stunden gebraucht. Mhm. Und natürlich mit dem Gedanke, ich wollte nicht wieder zurück. Ich wollte das durchziehen. Und wenn man mit dem Gedanke von Haus rausgeht, dann steigert man sich so hoch. Ich habe mich so hoch gesteigert, wirklich ich war wie eine kleine Bombe. Mhm. Ich habe einen Hass, dieser Hass habe ich Futter gegeben. Die Christen, das war immer in meinem Kopf. Die Christen waren, die ich meine Ehe kaputt gemacht haben. Wegen Christen habe ich jetzt auch meine Arbeit verloren. Es kann sein, dass ich wegen Christen auch mal jetzt meine Freiheit verliere. Und wo ich bei Odeonsplatz wirklich ausgestiegen bin, da war ich wie eine kleine Bombe. Da hätte niemand mich angefasst oder mich blöd angemacht oder angeschaut. Das heißt, du bist die Treppenstufen hochgegangen? Ganz genau. Da war ich im Limit, mhm, mit meiner Aggression. Und dann bin ich von dem Treppe hochgegangen. Das war so früh 10, halb 11 oder Viertel vor 10, um diese Uhrzeit halt. Gehe ich hoch, dann sehe ich meine Frau. Sie verteilt Bibel oder Traktate. Mhm. Also Büchertisch aufgebaut? Büchertisch rechte Seite, meine Frau war linke Seite, meine Frau hat was verteilt. Ein paar Leute waren bei dem Büchertisch und meine Frau schrie, mein Mann ist da. Und der Teufel, der arme Kerl, habe ich gesehen, wie er angefangen hat zu laufen. Und innerlich habe ich gesagt, jetzt bist du dran, mein Freund. Jetzt schnappe ich dich. Mhm. Was hast du gemacht? Ich wollte losrennen. Ich habe schon Gedanken gehabt, was ich mit denen einstellen werde. Und an dem Moment, wo ich rennen wollte, weil der war ja dabei zum Laufen, sprach der Gott erstes Mal mit mir. Da oben an der Treppe? Ganz genau. Und was hat er gesagt? Was haben diese Menschen dir angetan? Nicht mehr und nicht weniger. Hast du eine Stimme gehört? Ich habe Stimme gehört. War das türkisch oder Frag das bitte nicht. Ich weiß es nicht, ob es deutsch-türkisch ist. Er hat mir wortwörtlich, so wie ich mit dir rede oder so wie du mich hörst, so hat der Gott mit mir geredet. Mhm. Was haben diese Menschen dir angetan? Das Faszinierende daran ist, war, die ganze Aggression war weg, plus meine Kraft war weg. Ich habe keine Kraft mehr gehabt. An dem Moment saß ich da wirklich wie ein Kartoffelsack auf der Ecke. Mhm. Ich wusste nicht mal, was ich machen sollte. Ich war auf einmal leer. So, irgendjemand hat einen Reset-Knopf gedrückt, der Kopf war leer, ich wusste immer, was mit mir passiert. Mhm. Woher wusstest du, dass das eine Stimme war oder dass das Gott war? Oder wer war das? Wer hat das Macht, sowas zu sagen, ohne dass jemand in der Nähe von mir ist? Das heißt, in dem Moment wusstest du, das war jetzt Gott? Ganz genau. Aber er hat dir eine Frage gestellt. Wie hast du die beantwortet? Was haben diese Menschen dir angetan? Und auf einmal bist du unter Schock. Was passiert dir da? Ist der Gott von den Christen eigentlich stärker als von den Muslimen? Wer war das? War das der Jesus, wo meine Frau seit 1,5 Jahren mir das predigt? Und in der Koran steht drinnen, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Was in der Bibel andersrum steht, dass er das erkennt, Sache von Christen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und nach 3 Tagen auferstanden ist. Und der Koran sagt, nein, Jesus ist nicht gestorben. Der Koran sagt, Gott hat keine Kinder. Mhm.
Und das hat mich verwirrt. Das ist komplett schwarz-weiß, das ist komplett was anderes. Das hast du sie die ganze Zeit dann gefragt? Ja, das wollte ich verstehen, das wollte ich verstehen, das wollte ich verstehen. Weil das Spruch, was der Gott zu mir da gesagt hat, das hat mich schon getroffen. Weil alles, was ich bisher geglaubt habe, war auf Null. Weil ich wusste nicht mal, was richtig ist, was falsch ist. Hat Gott noch mal zu dir gesprochen? Ja, ich schätze mal nach 3-4 Wochen, wo ich immer mit dem Gedanken gespielt habe, war ich wieder allein zu Hause, habe wieder mit dem Gedanken gespielt, was ist passiert? Was ist mit mir passiert? Warum ist meine Ehe kaputt gegangen? Warum hat das Gott zugelassen? Ich wähle Gott, ist eigentlich die Wahre. Was glaube ich? Wem soll ich glauben? Wem soll ich mein Leben geben? Während ich diese Gedanken gemacht habe im Wohnzimmer, das war sogar Mittagszeit, sprach der Gott wieder zu mir. Was hat er gesagt? Lass dich taufen. Lass dich taufen? Lass dich taufen. Das war jetzt keine Frage mehr, das war jetzt ein Befehl? Das war ein Befehl. Lass dich taufen. Und ich saß am Couch, sage ich, okay, das hast du nicht gehört. Das überhörst du. Das war keine Stimme. Das ist Einbildung von dir, Bülent. Ist nichts. Und hast du das einmal gehört, oder? Nein, dann hat er nochmal gesagt, lass dich taufen. Und dann wusste ich immer, was los ist. Irgendwann bin ich aufgestanden, wirklich meine Hände hochgehoben und habe gesagt, falsche Adresse, ich bin Türke. Und dann kam das nochmal, lass dich taufen. Und beim dritten Mal ist ein Feuer in meinen Körper gekommen, als ob ich brennen würde. Ich wusste, ich muss mich taufen. Es gibt keinen anderen Weg. Und dann kam meine Frau nach Hause, dann habe ich gesagt, hey, wir müssen deine Gemeinde anrufen. Ich muss mit deinem Pastor reden. Dann haben wir den Pastor angerufen und dann kam er, hat er über Taufe mir erklärt, was das für Bedeutung hat und so weiter. Und dann habe ich gesagt, keine Chance, du musst mich schnell wie möglich taufen. Was ist dann mit der Familie passiert? Jetzt wusste auch deine Eltern wussten ja jetzt auch, dass du... An dem Moment interessiert ist, das ist ein mächtiges Wort, was da du gehört hast. Da spielt die Eltern, Verwandtschaft, Freunde keine Rolle. Ich will diesen Weg gehen. Weil das, was mir der Auftrag gegeben wurde oder befohlen wurde, war einfach zu mächtig. Ich habe kein Schimpfwörter mehr benutzt. Ich habe zum Leuten gegangen, die ich verletzt habe oder gelogen habe. Habe ich mich entschuldigt und so weiter, Buße getan. Wie gesagt, 3 Monate habe ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass ich ein guter Mensch werde. Ich glaube, an dem Zeit war ich der beste Mann in München. Sage ich nicht mal in Deutschland, ich sage immer in München. Jeder war erstaunt, die Leute haben mich über mich lustig gemacht. Eine Woche später habe ich ein Kreuz getragen, wirklich ein Kreuzgitter. In einer Firma, wo 50% Türken arbeiten. Dann habe ich gleich auch meine Eltern gesagt, dass ich Christ geworden bin. Und so weiter und so weiter. Und das habe ich 3 Monate durchgemacht. Und irgendwann mal saß ich wieder am Kopf und sage, hey, was machst du eigentlich da? Und dann habe ich die Decke über meinen Kopf gezogen und habe gesagt, hey, unsere Wege müssen uns trennen. Du hast mich angelogen. Ich habe alles für dich gemacht. Ich habe mich getaufen lassen. Meine Freunde machen sich über mich lustig. Ich habe meine Ehre von meinem Vater, mein Stolz von meinem Vater auf den Boden geschmissen wegen dir. Wo bist du? Wo bist du als Beziehungsgott? Was man über dich sagt. Und irgendwann mal, das hat nicht lange gedauert, das hat mir richtig, richtig leid getan, was ich da gesagt habe. Weil ich wusste, wer Jesus war. Ich wusste, was er für mich gemacht hat oder die ganze Menschheit gemacht hat. Und das hat mir leid getan. Und das hat mir so leid getan, dann habe ich wirklich unter den Deckel vielleicht erstes Mal mit Herzen gebetet. Da habe ich gesagt, Herr, du weißt, was ich im Moment da durchmache. Du weißt, dass es eine schwierige Situation für mich ist. Ich will nicht viel von dir. Ich will nur wissen, ob du mich akzeptiert hast, ob du mich liebst. Mehr will ich nicht. Wenn du mich liebst, zeig deine Liebe zu mir. Und dann habe ich die Decke hoch rausgetan von meinem Kopf. Habe gesagt, in Jesu Namen, zeig deine Liebe. Dann sind meine Hände aufgegangen. Meine Frau steht immer noch vor mir. Ich war gelähmt, konnte mich überhaupt nichts mehr bewegen, außer meinen Kopf. Und ich schrie, er kommt, er kommt. Und meine Frau neben mir, hey, wer kommt da? Und ich wusste, dass er kommt. Und er kam, der Heilige Geist kam. Und er kam und hat mich auf mich gelegt, hat mich umarmt. Ja, und hat bestätigt, dass er mich liebt. Was willst du von mir? Ich liebe dich, so wie du bist. Und an dem Moment habe ich mein Leben zum Jesus gegeben. Hast du ihn gesehen? Nein, aber das Gefühl, wie er dich umarmt hat, das kann ich nicht beschreiben. Das kann ich nicht beschreiben. Das war das schönste Gefühl, was ich mein ganzes Leben gehabt habe. Ich wollte, dass er mich noch weiter umarmt, noch weiter umarmt. Und dann ist er rausgegangen. Das war der Heilige Geist, der über mich war.
Und dann, wo ich mich bewegen konnte, das Erste, was ich gemacht habe, wirklich vom Bett runtergesprungen, aufs Knie. Von 20 Uhr abend bis 4 Uhr früh habe ich geweint. Habe nur Gott gepriesen, gelobt. Ich weiß, wenn was mir was passieren sollte, falle ich nicht tiefer als in seine Hand. Dieses Gefühl hat er mir gegeben, dass er für mich immer da ist, wie ich bin. Ich habe sogar Sehnsucht auf die türkische Christin gehabt. Ich habe so eine Sehnsucht gehabt, ich wollte nicht allein sein. Ich wollte, weil das ist wirklich schlimm für einen Türke, wenn du Christ bist und allein bist und keine Türke in der Nähe siehst, der Christ ist, dann machst du schon Gedanken. Hey, warum bin ich der Einzige? Warum passiert da nichts? Darum habe ich auch diese Webseite gemacht, Türkische Christen in Deutschland. Am Anfang haben sie mich sehr viel gedroht, da habe ich sehr viele Drohungen bekommen. Am Anfang wusste ich auch nicht, wie ich mit dem Sau umgehen soll. Aber jetzt ist okay, ist in Ordnung. Die greifen mich nicht an, die greifen Jesus an. Das christliche Hilfswerk Open Doors schätzt, dass in über 50 Ländern etwa 100 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Der Iran gehört zu den Staaten, in denen Christen seit Jahren unter besonders starkem Druck stehen. Wollte er zuvor nichts vom christlichen Glauben wissen. Er war selbstverständlich ein Muslim und lebte einige Jahre erfolgreich in Teheran als Geschäftsmann. Doch dann änderte sich sein Leben schlagartig, als er 2002 plötzlich bankrott ging, innerhalb von nur 3 Tagen alles verlor und unversehens als Obdachloser auf der Straße landete. Von meinem vorherigen Leben hatte ich nur noch mein Auto behalten. Auch das gehörte eigentlich der Bank, denn ich konnte die monatlichen Raten nicht mehr zahlen. Aber es war alles, was ich hatte. Ich lebte in diesem Wagen. Ich fand heraus, dass es in Teheran 2 sichere Plätze gibt, um nachts in einem Auto zu übernachten. Auf dem Parkplatz beim Krankenhaus und beim Flughafen. Denn dort stört dich die Polizei nicht. Sie glauben, dass ein Freund von dir in der Klinik liegt oder dass du ein Passagier bist, der auf seinen Flug wartet. Darum kann man dort problemlos schlafen und so lebte ich in meinem Auto. Im Iran gibt es keinen offiziellen Taxidienst. Jeder kann das machen. Und so fing ich an, Fahrgäste mitzunehmen und Geld zu verdienen. Auf diese Weise konnte ich in diesem halben Jahr ein wenig Einkommen erwirtschaften. Einmal fuhr ich auch eine Frau und unter 12 Millionen Einwohnern traf ich ausgerechnet auf diejenige, die von meiner Mutter adoptiert worden war. Das hatte ich nicht gewusst. Nach meinem Auszug von zu Hause wohnte sie sogar in meinem Zimmer, das ich dort gehabt hatte. Unter 12 Millionen. Wie ist das möglich? Ich dachte, hier passiert etwas. 6 Monate gingen vorüber und diese Frau erzählte mir immer mehr von Christen und von Jesus. Sie fragte mich, warum wirst du kein Christ? Du findest so keine Antworten, du siehst, es funktioniert nicht, versuch es. Was verlierst du, wenn du es mit Jesus versuchst? Aber ich sagte immer, nein, ich kenne meinen Weg. Doch nach 6 Monaten auf der Straße war ich wirklich frustriert. Und sie verließ mich. Es war gegen 23 Uhr in der Nacht und ich schlief in meinem Auto beim Mehrabad-Flughafen. Während ich schlief, fühlte ich plötzlich, wie ich geschüttelt wurde. Das hatte ich schon mal erlebt. Wenn man im Wagen schläft und ein anderes Auto fährt schnell vorbei, dann kann der Wagen wackeln. Ich öffnete meine Augen und schaute nach draußen. Aber es war absolut ruhig. Keine Autos. Es war ungefähr 2 oder 3 Uhr in der Nacht. Ich dachte mir, vielleicht ist mir kalt. Aber im Auto war es sehr warm. Dann sah ich plötzlich nach vorne. Und da erblickte ich ihn. Er saß auf der Motorhaube und sah mich an. Es dauerte vielleicht noch nicht einmal eine Sekunde, aber ich erinnere mich sehr deutlich daran. Er schien mir mit seinen Augen zu sagen, ist dies hier wirklich dein Platz? Solltest du hier alleine sein? Und er verschwand.
Und noch heute weiß ich, wie ich meine Arme hochriss. Daran erinnere ich mich gut, denn meine Finger taten mir weh, als sie gegen das Autodach stießen. Viele Leute fragen mich, wie hast du erkannt, dass es Jesus war? Wie kannst du dir sicher sein, dass es keine Einbildung war? All diesen Leuten möchte ich antworten, wenn ihre Seele ihrem Schöpfer begegnet, dann gibt es für sie keinen Zweifel mehr. Glauben Sie mir. Wie kann es möglich sein, dass sie ihrem Schöpfer begegnen, ihre Seele ihrem Schöpfer begegnet und ihn nicht erkennen? Dies ist mein Gott. Und glauben Sie mir, in diesem Moment gibt es absolut keinen Zweifel. Das war der Anfang. Und sofort um 2 Uhr morgens rief ich diese Frau an und sagte zu ihr, ich habe Jesus gesehen. Und sie antwortete, ja, sagte sie, ich betete dafür, weil du das brauchst. Was dir in deinem Leben passierte, ist kein Zufall. Morgen bringe ich dir eine Bibel. Nach dieser Erfahrung geht Navid in eine Untergrundhausgemeinde, wird getauft, absolviert eine geheime Bibelschule und eine Ausbildung zum Gemeindeleiter. Als ich wegen der Ausbildung zum Gemeindeleiter abwesend war, konnte ich ungefähr für 6 Monate meine Hausgemeinde nicht mehr besuchen. In dieser Zeit wurden alle aus meiner Hausgemeinde verhaftet. Nur weil wir nicht hingehen konnten, entgingen wir der Festnahme. Eines Morgens um 5 Uhr drangen Sicherheitsbeamte in einer großen Aktion bei den Gemeindemitgliedern zu Hause ein und nahmen sie alle fest. Sogar die Kinder, 6 oder 7 Jahre alt. Einige von ihnen sind immer noch im Gefängnis. Andere zahlten sehr viel Geld, versprachen still zu sein und flohen dann aus dem Iran. Nach dieser Verhaftungswelle begann man, die Christen psychologisch unter Druck zu setzen. Man rief sie an und belästigte sie am Telefon. Sie drohten, wir werden dich umbringen, wir werden dich verhaften. Du wirst deine Frau, deinen Mann oder deine Kinder nie wiedersehen. Wir werden dich, deine Frau und deine Kinder vergewaltigen. Und glauben Sie mir, länger als 6 Monate schlief ich nachts nur 1 oder 2 Stunden. Ich schlief mit offenen Augen. In nur 3 Tagen mussten wir alles hinter uns lassen. Wenn Sie mir nur Böses wollen, wünsche ich alles Gute für Sie. Denn so geht Gott auch mit uns um. Ich verstehe Sie. Ich sage nicht, dass es in Ordnung ist, was sie tun, aber sie selber glauben es. Darum brauchen sie wirklich unser Gebet. Und ich möchte Sie darum bitten, für die Iraner, aber nicht nur für die Iraner, sondern für alle, die in diesem geschlossenen Fenster, das von der Türkei bis nach China reicht, zu beten. Ich höre oft, dass jeden Tag viele Christen werden. Vor einigen Tagen erfuhr ich, dass sogar eine Tochter von einem islamischen Rechtsgelehrten, einem Mullah, den ich kenne, Christin geworden ist. Wissen Sie, es gibt einen Vers in der Bibel, wo es sinngemäß heißt, es gibt zu viele Früchte, aber es gibt nur wenige, die sie pflücken und ihnen dienen. Und genau das passiert heute in diesen Ländern. Jeden Tag haben wir sozusagen neue Früchte, aber es gibt keine Arbeiter. Bitte bitten Sie Gott darum, dass er in unseren Ländern solche Arbeiter heranbildet.